Wir haben zwar schon beide Titel im Sack, aber wir wollen die Saison noch richtig schön beenden. Also Doppelsieg für die Rosanen und damit hallo und willkommen zurück bei F1 2019. Der große Preis von Abu Dhabi mit den weichesten Reifen. Slid. Slid gleich nicht mehr. Nachrichten, die Reifen, die Wettervorhersage, kein Regen in der Wüste. Die Entwicklung, Stillstand bei uns, Stillstand bei McLaren, Renault ist näher angekommen. Und der Leistungsvergleich im Allgemeinen, ja, da gucken wir gleich mal drauf. 10 von 6. Wir haben nichts in der Entwicklung und es haben sich auch nicht so viele Teams verbessert, also wir, McLaren. Ganz oben Stillstand und ganz unten auch bei Alpha Sauber oder auch bei Williams. Wenn wir da mal ins Detail schauen, sieht das wie folgt aus. Platz 6 für uns. McLaren deutlich vor Renault. Wir deutlich vor McLaren, die ganz knapp vor Renault und die mit einem guten Vorsprung vor Williams. Und Aero wird deutlich vor Renault, die knapp vor Williams und die schon etwas deutlicher vor Red Bull. Tja, hab mir so meine Gedanken gemacht. Bei welchem Team wird es denn in der nächsten Saison weitergehen? Und eigentlich gibt's bloß drei Teams, die in die engere Auswahl kommen. Und die sind noch ziemlich klar. Und zwar die Truppe aus Hinwell, die Truppe aus Faenza. Und ich weiß gerade gar nicht, wo Haas seinen Sitz hat. Ups. Ja, die letzten drei auf dem Leistungsdatenblatt. Ich hätte auch sehr gerne Ferrari genommen. Wir waren ja zuletzt im Ferrari bei F1 2015. Und in der aktuellen Saison haben die so ein schönes Rot. Das sieht zwar in echt nochmal etwas besser aus als hier im Spiel. Aber ja, das hat mich schon sehr gereizt. Generell halt Ferrari. Besser geht's nun mal für mich gar nicht. Und dann dieses besonders schöne Rot, diese schöne Lackierung, aber die stehen einfach zu weit vorne. Ferrari steht zu weit vorne. Ja, und alle Teams davor fallen dann sowieso weg. Was ich auch ganz gerne gemacht hätte. Hülkenbergs vielleicht letzte... Ja, bei uns im Spiel die letzten zwei Saisons oder drei. Wer weiß, auf jeden Fall ist Hülkenberg 2020 nicht mehr dabei. Der wäre schön gewesen, nochmal neben ihm zu fahren, aber wir waren ja erst bei Renault bei F1 2018 und Renault steht ziemlich weit vorne, sogar noch vor Ferrari, insofern fallen die leider auch weg. Ich hoffe, Hülkenberg wird so oder so irgendwie noch zu uns wechseln in dieser Karriere. Das wäre toll. Tja, und dann? Also wenn Ferrari wegfällt und Renault, dann fällt auch Red Bull weg. Williams fällt weg, weil Lenkrad. Mercedes fällt weg, weil Mercedes und... Ja, dann bleiben nur noch Haas, Toro Rosso und Alpha Sauber. Haas mit einem deutlichen Vorsprung vor Toro Rosso. Und bei den drei Teams, also Alpha Sauber, finde ich wieder schwierig, weil sollte Kimi 2020 aufhören, dann müssen wir auf jeden Fall neben ihm fahren und das dann womöglich im Alpha Sauber. Insofern hätten wir dann in diesem Spiel die Truppe aus Hinwell und auch in der im nächsten Spiel, in der nächsten Karriere. Toro Rosso hingegen hatten wir in Anführungszeichen erst bei F1 2017. Ist noch gar nicht so lange her. Ist jetzt nicht absolut wichtig, aber mal so nebenbei. Und Haas hatten wir zuletzt bei F1 2016. Wäre also auch mal wieder dran. Und bei F1 2016, das war ja dieses eher unbefriedigende Spiel mit den KI-Fahrerstufen. Entweder bist du allen um die Nase gefahren? Das war doof, oder? Also aus meiner Sicht natürlich gesehen. Oder das war knackenschwierig. Und zwar so schwierig, dass das Team jedes Mal ziemlich enttäuscht von einem war und man ständig rausgeflogen ist. Da sind wir ja von Alpha Sauber, damals noch nur Sauber. Jetzt als nächstes kam dann Haas und dann waren wir bei Renault. Renault hatten wir bei F1 2018, insofern abgehakt. Alpha Sauber wäre eigentlich wieder mal dran, wenn man da so auch in dem Rhythmus bleibt. Aber eben im Hinblick auf
bei F1 2020 bei denen fahren, weil Kimi. Ja, und Haas, für die spricht eigentlich bloß dagegen, dass die relativ deutlich vor den anderen beiden stehen. Also keins der drei Teams ist wirklich perfekt, aber eine Entscheidung muss her und das sind einfach erstmal meine Gedanken. Ich habe mich jetzt, Stand jetzt noch nicht festgelegt, das muss ich halt in den nächsten 2-3 Stunden gemacht haben. Ja, bin ich mal gespannt, was selbst dabei herauskommt. Also die drei Teams werden es sein, also entweder Haas oder Toro Rosso oder Alfa Sauber. Und bei Toro Rosso kommt eigentlich noch hinzu, die heißen bloß nächstes Jahr nicht mehr Toro Rosso, sondern Alfa Tauri. Das wäre insofern auch nochmal ein kleiner Abschied. Ah, gar nicht so einfach. Aber gut, wir gehen jetzt erst einmal ins freie Training, in die Wüste. Los geht's! Willkommen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die hohe Temperatur und die Luftfeuchtigkeit den Fahrern zu schaffen machen werden. Welche Herausforderung bietet die Strecke hier in Abu Dhabi den Fahrern wohl? Das hier ist eine sehr komplexe Rennstrecke. Sie verlangt häufiges Bremsen und dadurch entstehen wohl beim heutigen Qualifying die meisten Fehler. Der letzte Sektor ist schwer zu meistern. Dort gut durchzukommen, wird entscheidend sein. Reifenwechsel beim aktuellen Weltmeisterteam, also beim neuen Weltmeisterteam. Keine neuen Teile. Da brauchst du nichts sagen, Jeff. Ganz nebenbei wäre es bei Haas auch lustig, wir würden halt wieder, wenn er nicht wechselt, wieder neben Perez sitzen, der ja abgehauen ist, weil wir Fahrer Nummer 1 in unserer ersten Saison geworden sind, was ihn womöglich angepisst hat und also abgehauen. Jetzt kommen wir zu Haas, das wäre es ja, und dann haben wir ihn wieder, oder hat er uns wieder neben sich. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren, aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Also unter den ganzen bisher genannten Gesichtspunkten ist eigentlich jedes der drei Teams sehr interessant. Alfa Sauber eigentlich am interessantesten, weil die ganz hinten stehen, die nach ganz oben bringen, das wäre sehr schön. Aber wir würden die halt im nächsten Ableger sehr wahrscheinlich spielen. Hätten wir sie zweimal miteinander. Ist zwar jetzt nicht so wichtig, wie ich finde, genauso wie eben Toro Rosso 2017 und jetzt F1 2019, dann vielleicht wieder, aber das Ganze mal so nebenbei. Teamziele, was haben wir denn? Sei vorsichtig, wenn du an die Rechtskurve T17 heranfährst. Du kommst mit Vollgas durch die 16. Das heißt, das Auto kann noch etwas unruhig sein, wenn du in die Bremszone fährst. Es ist besser, wenn die Bremsen ganz und wir auf der Strecke bleiben. Die Bremsen bleiben ganz. Okay, Reifen nochmal gucken. Hoi, 2 Sekunden Unterschied. 1,3, also von Reifenfarbe zu Reifenfarbe kann man heute mal wieder nicht sagen. 6 3/4 Zehntel zwischen Gelb und Rot. Aus, ja. Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ich überlege gerade von der Motorenseite her. Wir hatten zweimal Ferrari und einmal Honda. Das klang aber interessant. Mal wieder. Wie in der letzten Saison schon. Ach, ich werde den Wagen hier vermissen. Dieses schöne Joghurtten-Design. Und überhaupt. Die Truppe Force India, die Truppe schon lange, lange her, Jordan. Ist und war mir immer sehr sympathisch. Aber. Oh. Ist
Ding ist offen. Oh, nö. An die Box. Dein DRS steht offen. An die Box zur Reparatur. Wer ist an die Box? Max Mustermann weiß es auch nicht. Immerhin haben wir jetzt Höchstgeschwindigkeit. Ich werde jetzt erstmal da draußen bleiben und gucken, ob sich das Kacke fahren lässt. Streckenakklimatisierung kriegen wir doch hoffentlich so hin. Noch mit weniger Abtrieb. Jetzt kommen sehr heikle Kurven für einen offenen Arsch. Ja, der Wagen ist ja schon leicht schwammig, oh ja. Bin da schon sehr verhalten reingefahren und trotzdem kam das Heck rum. Gucken, was Chef in der nächsten Runde sagt. Komm doch rein, komm doch rein. Haben wir den DRS-Test bestanden? Das war auch sehr schwierig, mit einem offenen Arsch hier durchzufahren. Ja, sehr sogar. Bumser. Also Vollgas da rein, das kann sich schon mal knicken. Wir müssen aber bloß eine gute Geschwindigkeit in den Toren haben. Meinetwegen hier auch grün, hier wo es besonders heikel ist. Wir brauchen ja bloß am Ende grün und dann war es das. Aber ja, den Fehler da hinten am Heck, den merkt man. Im echten Abu Dhabi-Rennen gab es ja auch einen DRS-Fehler, aber bei allen Teams ist wieder ziemlich lächerlich gewesen. Denn die Server für den ganzen DRS-Kram, die sind abgeschmiert. Und die Sicherheitsserver, das Backup, was man da hatte und hat, das wollte man nicht nehmen, weil das nicht gut war. Man hatte es zwar, aber es war nicht einsatzfähig, weil nicht gut gemacht. Wozu macht man da überhaupt ein Sicherheitssystem? Aber es waren tolle Runden, weil einfach die Zweikämpfe mehr wert waren. Nicht dieses blöde Vorbeiwinken mit der S. Deswegen hier das gesamte Rennen von dem Serverproblem profitieren können. Aber nee, nach ein paar Runden hat sich's dann doch gelöst. So, grün werden wir bestimmt erreichen. Die grüne Farbe, auch mit offenem Arsch. Hoppala. Ja, jetzt dürfen wir es haben. Ah, Punkt, genau. Mehrere Kurven hintereinander meisterst. Jetzt auf Zeitenjagd gehen, ja toll, mit dem Heckflügel schwierig. Also die Zeit wird nicht viel wert sein, weil halt Heck offen. Hätte aber wirklich gedacht, dass das schlimmer ist. Das habe ich ja beim letzten Mal schon bei dem zuletzt auftretenden Fehler gedacht, dass das viel schlimmer wäre. Oh, es geht wieder. Der Piepton kam und ich habe halt instinktiv wieder gedrückt, ohne groß drüber nachzudenken. Jetzt wird die Runde ja doch noch halbwegs schnell. Und die nächste Runde können wir auch noch fahren, dann wird diese Rundenzeit ja doch relativ repräsentabel werden. Wenn ich sie wieder notiere für dann auch die nächste Saison. Cool. Auch hier blockieren die Räder nicht. Gut, ist jetzt auch generell etwas wärmer. Und ich habe mich jetzt etwas eingefahren. Zu langsam. Und zu weit außen, jetzt zu weit innen und jetzt wieder zu weit außen. Noch 2000. 2,7 Sekunden schneller. Das ist die letzte Runde. 41,8. Die letzte Runde des Programms. Puh.
Endlich mal mit Vollgas hier durch. Da merkt man wohl noch die ultimativen Bremsen. Sieben Zehntel Vorlauf. Na, 1.3er schaffen wir also nicht. Leicht Zeit verloren. Weg. Schön rausgekommen jetzt hier. Wieder 2000 auf dem Manor. Aber eine Sekunde nochmal Vorlauf auf der eigenen Bestzeit, eine 40.8. Programm abgeschlossen. Wir können mit den Ergebnissen arbeiten, aber du kannst das definitiv besser. Du solltest das nochmal versuchen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ich finde das aktuelle Fahrzeugdesign mit diesem Schwarz-Gold von Haas schon schick, aber so schick wie zum Beispiel der Vorgänger, das 2018er Auto mit Schwarz-Weiß-Rot, ist es dann eben doch nicht. Der Toros hat sich praktisch nicht verändert seit unserer letzten Karrierestation da bei F1 2017, von der Lackierung her. Der 2017er Toros ist natürlich viel, viel, viel schöner als der aktuelle. Weil kein der Heiligenschein. Und die Nase sah da auch besser aus. Also vor allem die Spitze, aber auch der Buckel, der war da, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Start ist dem Kollege. Er ist auf Rang 1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 39,5. 39,5 auch mit Weißen. Uiuiui. Oi, oi, oi. Fahrer vor mir. Butler vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,40. Also eine 40,8 in dieser Saison und in der letzten war es eine 40,1 auf den roten und auf den weißen 42,5. 1,7 Sekunden schneller, gar nicht so viel. Okay. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 40,8. Notiert Hamilton auf den roten. Alles fertig. Also Reifen, die gleich mal 2 Sekunden schneller sind. Wir fahren jetzt mit Reifen, die etwas mehr als 1,3 Sekunden schneller sind. Bin mal gespannt, ob man diesen blöden Ansatz da oben vom Heiligenschein im nächsten Auto, egal welches das werden wird, sehen wird. Wie das hier unten klingt. Ja, ja.
Naja. Leclerc auf der 1 mit den roten Reifen. 2 Sekunden schneller sind die Dinger. Ja, Red Bull hatten wir auch bei F1 2015 zuletzt. Das war ja die Saison vor der Doppelt-Ferrari-Saison. Jetzt Ricciardo auf der 1. Naja. Bei F1 2014 hatten wir Sauber. Dann McLaren Mercedes. F1 2015. Da hatten wir McLaren Honda. Gleich im nächsten Jahr schon wieder das gleiche Team. Hoi. Hoppala. Dann hatten wir Force India. Nee, dann hatten wir Toro Rosso, dann Force India. Dann Red Bull und dann zweimal Ferrari. F1 2016, Sauber. Dann Haas und dann Renault. Bei F1 2017 hatten wir No Toro Rosso. F1 2018 hatten wir Renault und dann McLaren. McLaren war schon dreimal dran. Und das Lustige dabei ist ja, McLaren hatte ich vor diesem Kanal hier nie bei den Codemasters spielen. Damals noch schwieriger, weil man da einfach hoffen musste, dass man McLaren von McLaren ein Angebot bekommt. Mittlerweile ja, das ist deutlich einfacher gehalten. Viertelsekunde nach Rückstand. Mal ranhalten. Williams hatten wir bei F1 2014 im Grand Prix Modus. Und Haas hat noch keine wirkliche Saison bekommen, weil ja, F1 2016 war er leider doof. Da wird gar nichts, 16 Rückstand auf die Zielzeit. Habe ich jetzt womöglich zu viel geplappert. Weil ich da jetzt tief gegraben habe in der Erinnerungsschüssel. Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Kann ich mal 3 Zehntel schneller? Die Reifen bieten auch viel mehr Grip, das merkt man sofort. Wenn man mal genau drauf achtet. Was war denn? Ah, zwei denn. Scheißdreck. Aber jetzt sind wir auf der Geraden, beim grünen Bereich, also besser als letzte Runde. Da hatten wir in der Mitte der zweiten Geraden eine Viertelsekunde Rückstand. Zu früh eingelenkt, ein Stück zu früh. Jetzt haben wir eher eine Viertelsekunde Vorlauf. Also sind wir jetzt eine halbe Sekunde schneller, also müssen wir noch 1-2 Zehntel finden. Damit das hier was wird. Ist klar. Ich meine, wenn ich mich dadurch verbremse, indem ich da anbremse, warum wird denn das als Fehler ausgelegt? Schon lustig. Die echten Fahrer können da den Anstand viel besser nutzen zum schönen Ausholen. Das geht im Spiel, wie ich finde, nicht so, oder? Ich hab's einfach noch nicht raus. Hier unterm Hotel deutlich besser erwischt als in all den Runden zuvor.
Und auf einmal 14. Vorlauf. Okay, Test 38,8. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Wir sind aber noch gute 16 langsamer als der Carlos, weil der ist ja mit Reifen gefahren, die 1,3 Sekunden langsamer waren. Wir waren jetzt 7/10 schneller. 6/10 Rückstand. Auf den Carlos. Fahrer vor mir. Weber vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,38,6. 2 Zehntel vor uns mit Reifen, die 7 Zehntel schneller sind. Also ihr Podium sollte hier locker drin sein. Locker, was heißt locker? Es sollte drin sein, sagen wir es einfach mal so. Aber der Teamkollege wird eine knackige Nuss. Wäre auch in Brasilien gewesen, wenn er nicht harte Reifen gefahren wäre oder generell eine viel schlimmere Reifenabnutzung gehabt hätte. Oder in den USA. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ups. Status Konkurrent. Beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 40,7. Noch gar nicht geguckt, wo die Radarfalle ist. Bestimmt am Ende der ersten Geraden. Hier wird sie nicht eingezeichnet. Hier auch nicht. Der Teamkollege ist zeitlich geblieben, aber er ist mit Abstand bester Weißbereifter. Höchstgeschwindigkeit muss ich ja dann eben mit der Radarfalle auch drauf achten. Aber jetzt fahren wir noch das. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,38,8. Alles fertig, wir sind bereit. Dann kann es ja losgehen. Bin mal gespannt, welches Team mit der Regeländerung den größten Satz macht. Ob jetzt nach unten oder nach oben. Hinsichtlich der Entwicklung. So, in Kurve 1 ist gerade niemand. Und Torosso ist vor uns. Jetzt muss gleich wieder gelupft werden. Ich freue mich. Yay. Ein mögliches neues Team liegt gerade vor uns. Der Toro Rosso. Ach, diese schöne Bodenwelle da. Ja, am Ende der ersten langen Geraden, da ist die Radarfalle. Mehr Abstand zum Vordermann nach hinten, wenn mehr ist genug Platz. Da kommt gerade erst auf der zweiten Geraden an. Haas. Jetzt sind wir umzingelt von potenziellen neuen Teams. Toro Rosso vor uns, Haas hinter uns. So, los geht's. So, weit innen.
das Gefühl, wir kommen dem Toro so näher. 2-10 Rückstand. Sprit fast lila. Stück's wieder außen jetzt. 4,5-10 Rückstand, das wird so nix. Ich gewinne keine halbe Sekunde im letzten Sektor auf die Zielzeit. Nie und nimmer. Denke ich. Hab immer noch 4,5-10 Rückstand. Okay, nächste Runde vermehrt grün anpeilen, heißt mehr Sprit ausgeben, sprich weniger lupfen, aber dafür eben schneller fahren. Wenn die Zeit nicht passt, kann ich es ja komplett vergessen. Sind wir dem Toro Rosso gleich zu nah? Scheißdreck. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Geh weg da vorne, du bist zu langsam. Jetzt gibt der Windschatten ist gar nicht mal so schlecht. Für unser Ziel. Der Sprit fast rot. Ist rot. Diesmal nicht so weit außen sein, jawohl. Diesmal eher zu weit innen. Sprit grün. 14. Vorlauf, das wird erstmal eine grüne Runde. Denke ich, hoffe ich. Wenn ich hier lupfe, geht das einfach nur schief, weil ich die Kurve da nicht bekomme, deswegen lasse ich das. Jetzt wird sowieso nicht mehr gelupft, jetzt wird Gas gegeben, aber halt frühes Hochschalten. Nur noch 2/10 Vorlauf auf die Zielzeit. Zu aggressiv hier rein, aber es geht noch. Zielzeit. Sprit grün, okay. Sehr grün sogar. Okay, grün haben wir in der Tasche. Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen. Darauf können wir jetzt aufbauen. Aber nicht neben der Strecke. Zu schnell rein. Falsche Linie dabei auch noch. Toll, eine halbe Sekunde Rückstand, das kann ich knicken. Halbe Sekunde auf die eigene Bestzeit. Naja, dann ist bloß grün geworden. Dann will ich jetzt wenigstens auf dem Rest der Runde Spaß haben und Gas geben. Diesen weißen Balken bekomme ich doch jetzt noch locker im roten Bereich. Jetzt weit innen. Zielzeit würde passen, aber wir brauchen zu viel Sprit. Vorhin die war schneller. Bin da kein, der auf der Strecke schneller ist. Ja, danke schön.
Hätte gedacht, ich habe ja deutlich Gas rausgenommen, dass es daneben der Strecke runter für uns geht. Sprich, abfliegen, aber so richtig. Aber war nicht. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Boxenstopp in dieser Runde bitte, Boxenstopp in dieser Runde. Na zu früh im Gas. Oder? Ne, der Arsch ist zu. Einfacher Fahrfehler. Zu früh Gas gegeben. Mann ey, in Abu Dhabi Wiese. Boah. Fahrer vor mir. Carlos liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 37,3. Er will gar nicht vorbei. Eine halbe Sekunde ist er schneller, aber wir waren ja auch doof unterwegs, wobei womöglich sind wir wieder keine halbe Sekunde schneller. Ich will rein. Nein, lass das. Oh. Da waren Alpha Sauber, jetzt haben wir doch schon alle mehrmals gesehen und besprochen. Von den drei Teams. Ich hoffe ja für uns mal, dass Williams bei F1 2020 endlich mal ein anderes, besseres Lenkrad hat, damit die auch mal drankommen können. Der Carlos, ein 37er. Jetzt liegt bei 1,37,8. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Sainz Junior, Weber und Daniel Ricciardo. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Haas mit der nächsten Saison, also auch mit der Regeländerung, hinter die oder hinter eins der beiden Teams fällt, also hinter Alpha Sauber oder und Toro Rosso. Aber das wäre echt cool, wenn Haas noch mal ein Stück nach hinten rutscht, aber das werden wir nicht vorm Teamwechsel erfahren. Bin generell mal wieder gespannt, was die KI da so entwickelt hat. Also ich gehe mal wieder davon aus, dass wir eine komplette Qualitätssicherung haben und einmal Abteilungseffizienz komplett haben. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, nachdem wir im letzten Spiel von Renault zu McLaren sind, denke ich, dass das ein Schema sein kann. Aber mal gucken. So, T2. Strom sparen, gelbe Reifen, raus da. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Minuten, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Bin auch mal auf das nächste Lenkrad gespannt, wie der S zum Beispiel angezeigt wird. Bei unserem Team hier ist es ja so, dass ein kleines grünes Lämpchen unterm Display erscheint. Wenn wir das einsetzen können, das DRS. Jetzt rumpelt das wieder so bescheuert. Generell, hier Rennpunkt Force India hat ein Lenkrad, was ziemlich deutlich über den Cockpitrand hinausschaut. Das habe ich mir auch schon mal angeguckt.
So, achtet auf das Display oder auf die Lampe, auf die grüne unter dem Display. Achtung, Achtung. Die grüne da. Bei Ferrari war das zumindest so, dass die das mit oben in der LED-Anzeige für die Schaltung mit drin haben. Grünes Lämpchen und am Lenkrad an. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Los geht's. Wir sparen im ersten Sektor erstmal Strom. Anstehen scheißen. Erstmal Strom rausballern. Auch zu schnell rein, Mist. Erstmal 14 Hundertstel Vorsprung auf die Zielzeit, aber den Vorsprung können wir auch gebrauchen. Komm mal, Vorsprung. Strom. Eine Zehntel Vorlauf, jawohl. Mit dieser Rundenzeit führst du die Rangliste jetzt an. Ja, Zweitende, es kommt jetzt blöd, weil wir dadurch zu nach außen kommen. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Das müssen wir uns angucken. Angucken, angucken. Hoffentlich haben wir eine tolle Kamera. Dieser Funkenflug wieder. Ach, Kamera, komm schon. Ach, echt, ey, super. Boah. Beschissener kann man es nicht machen. Da war wieder Hornung, Rückblender, ja. War ich zu zaghaft hier beim Anbremsen? Dreizehntel Rückstand. Jetzt haben wir weniger Strom im Einsatz auf der Geraden. Ist der Messpunkt hier deutlich vorm Bremspunkt? Nee, deutlich davor nicht. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ja, zwei, das ist zu niedrig. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten.
Bei dieser Rechtskurve muss man sehr mit Gas und Bremse zugleich arbeiten. Viel zu viele Randsteingeräuber in dieser Runde. Zeit notiert, weil die Bestzeit auf den gelben Reifen. Man hätte auch noch ein Das dazwischen hauen können. Unten ist, weil das die Bestzeit auf den gelben Reifen ist. Aber das wäre zu einfach. So, Rennstrategie. Teamziele, Sektor 1 noch offen. Sektor 1 sollte uns grundsätzlich liegen. Gelbe Reifen, jo, raus damit. Fertig, bereit. Die Fahrzeughöhe passt, das... Oh, Carlos fährt raus. Werde ich heute nicht probieren. Liegt nicht daran, dass wir die Titel jetzt schon im Sack haben, sondern eher... Weil ich einfach jetzt dann doch irgendwie ein Vertrauen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier heute anders laufen wird. Gerade dann läuft es anders, das wäre es ja. So eine 37er ist auf jeden Fall Pflicht mit den Gelben. Wo fahren wir auf Fett? Auf den beiden Geraden. Wobei, auf der zweiten Geraden... Hätten wir nie und nimmer überholen können, das fällt mir sehr schwierig da. Ja, nie und nimmer ist etwas übertrieben, aber nur sehr schwierig, also werde ich bloß hier umschalten. Bevor Messpunkt Sektor 1 schalten wir auch um auf Fett. Und dann fahren wir die zweite Gerade auf Standard, so machen wir es. Ich gedenke da an das Japan Qualifying mit geringer Spritladung, das ging viel, viel besser und daran will ich auch vermehrt denken in Zukunft. Nicht mehr allzu viel Sprit mitnehmen. Ist aber auch hier in diesem Auto leichter gesagt. Weil der Wagen auf der Geraden so schon ziemlich stark ist. Ohne dicke Einstellung. Das wäre zum Beispiel einem Toro Rosso ganz anders. Ferrari muss hinter uns bleiben. Jetzt gewinnt auch ein paar Meter auf uns, unserem positiven. Aber gleich wieder Fett geschaltet. Wieder zu viel Randstein, ging gerade noch. Ah, jetzt wird entscheißen. Blub, schon wieder. 6 Zehntel auf die Zielzeit, Vorlauf und eine Viertelsekunde auf die eigene Bestzeit. Also 37er, wir kommen. Zu spät eingelenkt. Nur noch 1 Zehntel Vorlauf. Keine gute Linie. Schöner Ausgang. 2 Zehntel Vorlauf. 4 mit Gas und Bremse gearbeitet und Zeit in. Ach Mann, das war zu knapp. Mal dran. Da, wo gebe ich da jetzt? Das kostet die Zeit. Wir haben fast eine Sekunde Vorlauf auf die Zielzeit.
jetzt zu weit innen. Nach zuletzt immer zu weit außen. Großartige noch keine 37er. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Und zu weit außen. Halbe Sekunde Rückstand, Scheißdreck. Die Zeit muss ich noch rausholen am Ende der Runde. Bis zum Ende der Runde. Die Schikane schon mal deutlich besser hinbekommen. Und nach 2 Zehntel auf der eigene beste Rückstand. War mir vorhin besser. Na, zu den Vollgas geblieben. Eine 10 Leutchen auf die eigene Bestzeit. Hat ganz schön Reifen gekostet. Bleib. 400 Slinden dran. Nach Kurve 1. Und Zeitvorlauf. Puh, beinahe zu schnell gewesen. Und zu spät eingelenkt, Mist. Na, zu weit außen. Zeit voll auf weg gewesen. Und 2000, na toll. Und jetzt weit innen. In der letzten Kurve liegt noch Zeit. Also man verkackt's vorher. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert. Immer noch keine 37er. Weiter so. Mann. Sonst kann ich jemand behindern oder Windschatten geben. Dreizehn Rückstand. Zwei Zehntel. Und wir haben Windschatten. Von uns Leugstand. Gleich wird aber nerven der Vordermann in den kurvigen Ecken. Schmeißt mit Funken. Na schön reingekommen, schade. Aber jetzt sind wir aufgehalten und zwar deutlich. Was? Wir kommen hier vorbei? Coole Sache. Okay, die bremsen hier viel besser. Das hat man schon bei der Streckenakklimatisierung gemerkt und jetzt ganz deutlich gesehen. Ich lasse etwas Abstand, damit wir im ersten Sektor nicht zu sehr behindert werden. Dann überholen wir auf der Geraden
Wobei, ich bin wieder viel zu nah dran. War nicht gut, du musst dich noch verbessern. Ich will auch eine 37er, dafür brauche ich freie Fahrt. Weg da. So, ich fahre gleich hier lang. Das geht so nicht. Kriegen wir das anders hin? Das war jetzt ziemlich überspitzt, aber auch bewusst so. Einfach mal quer übers Feld fahren. So geht's auch nicht. Bremst er da? Warum bremst man da, wenn man halt nicht genug Abtrieb hat? Oh Mann, keine 37er mit den gelben. So, vorbei. Für die Inlap haben wir dann Freifahrt. Nächste Runde müssen wir auf die Radarfalle achten. Wieder leicht auf den Randstein gekommen, rechts und schon blockieren die Räder. Schön, die Kurven erwischt, diese 90 Grad kommen. Siebenhundertstel. Passend für die Zielzeit. So, Radarfalle. Radarfalle, willkommen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Da 120 Sachen überschritten, 330 überschritten. 336. Jeff meint vielleicht wieder 335, aber ich sag 336. 3 plus 3 macht 6. Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 37,9. Boxenstopp also in dieser Runde. Bitte kann ich knicken. In dieser Runde. Update beste Runde. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,38,0. Fahrer hinter mir. Kubica hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,3. Status Konkurrent. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Status Teamkollege. Zu spät. Und auch hier beim Anbremsen zu spät. Minimal besser als bisher mit den gelben Reifen, jetzt bei der Streckenakklimatisierung. Mal gucken, was der Reifenabnutzungsfaktor sagt. Wird bestimmt nicht über 1,0 liegen. Ich glaube, heute wird es sogar über 0,8 liegen, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn es so um 0,6 bis 0,7 liegen würde. Ich sage 0,8 irgendwas. Ah, 0,72, gar nicht mal so weit weg. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,38,0. Gelbe Reifen 39,9. Moment, ich guck mal nach. Geh weg. Blöde Einblendung. 39,9. Ah, 39,5 hat er schon, stimmt. Achso, Temporadar, Moment. 337, der schnellste. Wir sind 336 gefahren.
Und unsere Teile werden noch etwas besser unter Carlos 329. Okay. Ich bleib bei der Flügeleinstellung aber. Erstmal kommt hier ein McLaren ins Bild und dann kommt der eigentliche Alpha Sauber. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Hamilton, der Eismann und Nico Hülkenberg. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Der Carlos nur 16., aber mit den gelben Reifen. Die, jetzt kommen wir nicht mehr auf den Trichter. Nee, die Weißen sind's. Aber auch nur knapp vor Ricciardo und knapp vor Gasly. Also nur 13. Aber da ist er ja schon mal schneller gewesen. Und zwar 14. Ne? 39,5 ist er schon auf den Weißen gefahren. Dunkelheit. Und wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir den rosa Flitzer hier, das rosa Team, hinstellen werden für die nächste Saison zwischen als bezüglich Regeländerung Aero. Mann, so viel zu beachten. Wir haben es echt nicht einfach. Aber wir haben neues Getriebe beim Saisonfinale. Fällt mir gerade so ein. Ausstehend, okay. Obwohl, schon T3, okay. Na gut, wird jetzt gewechselt. Stimmt, so war das ja zu verstehen hier. Wenn wir gleich rausfahren, haben wir das Neue. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Nachdem mit den Gelben schon eine 1,37er Pflicht war, könnte es, wenn es jetzt ganz gut läuft, eine 1,36er werden. Weiße Linie überfahren, aber hat keiner gemerkt. Der Red Bull da vor uns gefällt mir nicht. Ja, den werden wir nicht mehr kriegen. Dann heißt es genügend Abstand lassen. Letzter Bericht. In etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Okay, alles klar. Letzter Bericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Jetzt heißt es Abstand lassen, nachher haben wir genug Platz. Wenn jemand blöd rauskommt, dann ist es nicht zu beeinflussen. Wir hatten hier schon mal ja, knapp weniger Platz, als der Haas da auf der zweiten Geraden war. In T1. Jetzt haben wir mehr Vorsprung auf den Hintermann. Okay, Strom fahren wir jetzt erstmal im ersten Sektor auf hoch. Beim letzten Sektor werde ich naja, auch auf hoch fahren. Mal gucken, was der weiße Balken dazu sagt. Kommt schon mal keiner raus, das ist sehr gut. Scheiße, ist weit innen. Und zwei draußen. Sektor 1 grün, sprich hier Teamziel. Ja, zwei innen noch, man, die Runde wird echt nicht so gut. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus! Ups, ich bin gegen das Kabel gekommen. Ach nö, nicht die Übergabe hier. So. Oh Mann, blöd.
Nee, die Runde gefällt mir gar nicht, die breche ich ab. Ich will genügend Strom haben in der nächsten Runde, deswegen wird das abgebrochen. Bams. Verwarnung wegen Styropor feindlicher Fahrweise. Reifen mehr anfahren. Ich habe noch gar nicht auf die Reifenoption geschaut. Weder mit Rot noch mit Gelb. Also hier auf die MFA. Das meine ich jetzt. Abstand nach vorne passt auf jeden Fall, nach hinten sowieso. Auf mich kommt jetzt keiner blöd raus. So viele, da sind einige in der Box. Scheint aber gut auszusehen. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Schon mal eine Zehntel schneller. Jetzt fast zwei. Ah, zwei da außen jetzt. Na, fast. Ging gerade noch genau gut. Allerletzte Eisenbahn. Wenn ich hier angebremst habe, das war echt eng. Ja, wir können hier auf hoch fahren. Genug weißer Balken noch über, und zwar 50%, das reicht mir jetzt aus. Sogar der fünfte. Na nu. Gefällt mir aber nicht wirklich. Ein 36er, ja, locker wird das ein 36er, fast eine 35er. Oh, es war nicht lila, merke ich gerade. Strom könnte reichen. Ich muss einfach nur schneller fahren, ob jetzt mit Fett oder mit dickem Strom oder ohne. Am ehesten liegt es noch an meiner Fahrweise. Ist Zeit rausfahren. Was? Die Niedervorgabe ist sehr heftig. Vier Zehntel rausfahren. Kann ich knicken mit jetzt 7/10 Rückstand. Wir gehen nochmal auf Temporadar, aber der wird sich nicht verändern. Oh, das ist eine ganz gemeine Zeit. 4/10 noch finden. Ich denke mal, das ist noch drin, aber puh, ist schon mal ein Batzen. Fahrer hinter mir. Carlos hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,2. Unsere Teile werden ja noch besser, aber nicht so doll besser. Ja, Getriebe war bei 0% zu Beginn von T3. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Möglichst schnell in die Garage. Aber mit besserer Fahrweise und eben noch frischeren Teilen kriegen wir das hier mit den 14. Aber nicht mehr im freien Training. Da ist ein Windschattengeber, das ist aber nicht gut. Lass ich abstehen, ich will keinen Windschatten. Ich will das Ergebnis nicht verfälschen. Ich will 0,9 Windschatten. Gut, die anderen bei der Messung könnten mit Windschatten fahren, das wissen wir nicht so genau. Außer es fährt wieder ein Red Bull oder ein Renault mit Abstand vorne mit.
Aber das merkt man dann schon. Na, wieder ein 336. War zu erwarten. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Status Konkurrent. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Fahrer hinter mir. Carlos liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit. Immer noch 38? 38,0. Ja, aber wir sehen, wir sind hinter der Zielzeit beim Qualifying-Tempo und zwar deutlich. Der Carlos wird noch schneller fahren können. ...36,229. Letzte Saison war eine 1,40,180. Fast 4 Sekunden dann doch schneller. 3,9 Sekunden, das ist deftig. Gut, die Brasilien-Teile schrauben wir noch ein und dann geht's auch schon raus hier aus dem Feintraining. Schon länger nicht mehr vorgelesen, 295 von 325 Ressourcenpunkten. Gucken, ob der Herr Jeff noch Temperatur vorliest. Ich denke schon. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 36,2. Na Jeff, kam ja noch nichts. 3,35. Womöglich sind wir genau gleich schnell. Jetzt hat aber dick Verkehr hier. Das gefällt ihm bei deinem Ausgang bestimmt nicht, aber den bekommt er auf der Geraden. Die Kamera wollte ich. Oh, die fahren noch nebeneinander her. Carlos schickt aber auch nicht zurück im freien Training, sagt er sich nö. Ich bin schneller, also fahre ich auch vor. Jetzt hat er es geschafft. Nee? Jetzt aber macht die Tür zu, jawoll. Oh, aber die Geschwindigkeit 338, der hat doch geschummelt. Mit Windschatten, jetzt ist er Erster. 330. Ferrari, Mercedes sind ja von Haus aus ziemlich gut, auch wenn die auf dem Leistungsdatenblatt nicht so gut aussehen sollen. Aber Entwicklungsstand 0, da sind sie richtig gut. Und das hilft denen sehr, genauso wie das uns sehr geholfen hat. Mit einem Mercedes-Motor im Heck. 335. Ja, wir sind gerade auf der 2. Hier Erster, hier Dritter. Gut, Jeff, dann sagst du halt nix. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Der Eismann, Weber und Carlos Sainz Jr. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die drei entscheidenden Fahrer der Saison, die stehen auch auf den ersten drei Plätzen. Der Eindruck bisher war ganz gut. Es ist nun nicht wirklich eine Strecke, die ich mag, aber dafür ging es relativ gut um die Kurven. Die besagten 4/10 würden wir mit besserer Fahrweise und mit besseren Teilen schon noch finden, aber ich bin mal gespannt, ob wir den Carlos schlagen werden können. Was sagt das Script dazu und was die McLaren? Wie weit sind die denn weg? Das werden wir mal sehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.